Willkommen zu Frequent Traveler TV und heute Nacht um Mitternacht ein neues Jahr, neues Glück, aber auch ein neuer Monat. Die erste Sendung dieses Jahr und deshalb wünsche ich euch ein Happy New Year 2024 mit Meilen-Schnäppchen, mit Meilen-Highlights. Eine kurze Sendung wird es sein, denn ihr sollt ja auch feiern, dass 2024 kommt. Ich hoffe, ihr habt euch mit den letzten Angeboten eingedeckt, besonders alkoholische Getränke gab es ja zuhauf vergünstigt. Wobei Alkohol trinken nicht unbedingt etwas ist, was ich irgendwie unterstütze. Das ist wie Aktien kaufen, machen wir alles nicht. So, wir geben keine Alkoholtipps, keine Aktientipps. Aber ihr wisst ja an dieser Stelle, dass es wie immer meinen Highlights gibt. Und wir müssen auf zwei Themen eingehen dieses Jahr. Das ist natürlich das neue Statusprogramm 2024 und auf den Weg, wie ihr mehr Meilen sammeln könnt. Deshalb gebe ich euch einige Angebote, die es gibt mit der Miles & More Kreditkarte, mit dem Shopping-Angebot. Da gibt es bis zu zehnfache Meilen. Und wir haben noch ein Worldshop-Angebot des Monats und Rabattaktionen auf Fitness-Tracker. Denn ihr wisst ja, 2024, wir sollten alle gucken, dass wir von unserem Luxuskörper runterkommen. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ne? Mein Schnäppchen kommt aber am Ende. Ja? So, jetzt seid ihr dran, Freunde der gepflegten Gastlichkeit. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und denkt dran, ich hoffe, dass ihr vorsichtig mit den Böllern umgeht. Kanal abonnieren, habe ich gesagt, ne? Ja, macht es. Aber auch kommentieren. Das erste Thema ist natürlich das Statusprogramm ab 2024, dem 1. Januar. Und für alle, die sich wundern, Miles & More, die Webseite ist down, weil es dort natürlich gearbeitet wird. Soll wieder online gehen, so am 2. Januar. Deshalb kein Erschrecken von eurer Seite. Da ist nichts passiert, da ist nichts weg. Aber wie ich auch in der Sendung gestern sagte, ist es so, dass es null Meilen sind. Der Status ist auf null gesetzt. Der Trecker, außer für die Horn Circle, noch mal ein letztes Mal auf 2-Jahres-Zyklus. So, die Änderungen sind so, dass man sagt, einfach und transparent. In der Sendung, die ich heute später im Laufe des Tages mit euch als live haben werde, ist es auch so, dass man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass einige Sachen da schon Fallstricke sind. Und ich hoffe, dass wir diese Fallstricke zusammen entwirren können. Aber grundsätzlich wird es einfacher und transparenter. Das kann man so halb unterschreiben. Deshalb verstehe ich natürlich so ein bisschen den Euphorismus, die Euphorie des Miles & More Teams. Denn man sagt natürlich auch, dass das alles zu unserem Vorteil ist. Wobei man kann natürlich darüber streiten, ob die Statuslaufzeitverkürzung auf ein Jahr und der Qualifikationszeitraum ebenfalls ein Jahr war ja vorher auch außer für Horn Circle ein Thema ist. Und ich finde das auch lustig. Im besten Fall kann die Statuslaufzeit für Teilnehmende bis zu 2 Jahre gehen. Wer beispielsweise seinen Status im März 2024 erhält diesen bis Februar 2026. Ja, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, vorher war es Februar 2027. Nur so als Randbemerkung. Also ist jetzt nicht alles so. Natürlich, wenn ihr Fragen zum Statusprogramm habt, könnt ihr euch bei mir melden. Da ist die Telefonnummer. Freue ich mich auf WhatsApp. So, damit haben wir das erste Thema ja auch direkt abgearbeitet und jetzt habe ich vergessen, die Zeit einzutragen.
wann man anfangen sollte zu schauen für das Thema. Deshalb fangen wir jetzt an mit dem nächsten Thema, mit der Miles & More Kreditkarte. Und die ist ja ein Muss, wenn man Meilen sammeln möchte und Punkte in Deutschland. Denn die Miles & More Kreditkarte hat einen Willkommensbonus von 20.000 Meilen und vier Flynet-Voucher. Und diese Flynet-Voucher sind so, dass bis Ende Februar diese Aktion läuft. Heißt also, Privatkunden erreichen 10.000 Meilen, Businesskunden 20.000 und diese vier Lufthansa Flynet-Voucher zur Begrüßung. Die Meilen sind dann unbegrenzt gültig, wenn man diese Karte hat. Und ganz wichtig ist, es gibt dann natürlich auch zusätzlich Mehrfachmeilen bei ausgewählten Partnern. Das ist von der Statuslaufzeit her unabhängig, weil das natürlich nichts für den Status bringt. Das sind nämlich alles Prämienmeilen. Die Aktion ist vom 01.01. bis zum 29. Februar. Merkt euch, 29. Februar dieses Jahr ist ein Schaltjahr 2024. Dann haben wir noch beim Online-Shopping, so wie Mario das ja immer mag, der hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei ist und sich von seinem Weihnachtsstress erholt und seinem Weihnachtsstretch. Das war der Flynet-Voucher, das war falsch, da habe ich die Zeit falsch eingetragen. So, dann müssen wir das hier machen. Und zwar ist es so, dass beim Shopping, was Mario mag, deshalb kam ich auf ihn, bis zu 10-fache Meilen kommen. Im Januar kann man 10-fache Meilen beim Shop des Monats bekommen. Das ist Bogner. Ja, Bogner. Ich finde Bogner-Sachen eigentlich relativ cool. Ich war mal in München im Outlet. Gibt es das noch? Kommentiert unten, ob es das Bogner-Outlet noch gibt. Das war ein riesen Ding. Ich meine, ich bin da in die erste Etage getippelt und habe da Kilometer an Skikleidung und so weiter gesehen von Bogner. Ich finde die Designs auch relativ cool. Also Bogner auf jeden Fall im Online-Shop. Geht wahrscheinlich nicht mit Sales-Item und in dem Store. Aber auf jeden Fall ist es so, dass am Aktionswochenende vom 13. bis zum 14.11. gibt es 8-fache Meilen bei Westwing, im restlichen Monat 4-fache Meilen. Weitere Meilen, 10-fache, gibt es bei Dyson, bei Kiehl's, bei Lens Best und bei Weinfreunde. Hier ist der Aktionszeitraum 1.1.2024 bis zum 31.01.2024. Ihr wundert euch, warum ich keine Bilder einstiele, weil ich bin ein bisschen faul heute. Ich mache es einfach quick and dirty, 3 Sendungen. Da muss man so ein bisschen schummeln. Dann haben wir heute noch das Worldshop-Angebot des Monats. Und zwar ist es so, das Angebot des Monats bekommen Miles & More Teilnehmer 25% Meilen- oder Preisnachlass auf die Lufthansa Flight Collection. Also sowohl Meilennachlass oder Geldnachlass. Also eine coole Geschichte. Heißt also, wenn man jetzt bei der Lufthansa Flight Collection 4.0 bis zu 13.000 Meilen sparen kann oder bis zu 47 Euro umgerechnet. Auf die Gepäckstücke der Serie, egal ob klassischer Trolley, Rucksack, Business, Wheeler oder Laptop-Tasche. Ich finde die Aluminium-Koffer-Kollektion geil und ihr wisst ja, ich werde mir dieses Jahr vielleicht den Koffer holen mit dieser Tasche vorne. Grüße nochmal an, ja, an Jens Wordshop. Falls du den Koffer nochmal, du weißt schon, mach auch ein Movie. Auf jeden Fall ist es so, dass das Angebot vom 01.01. bis zum 31.01. gilt, falls ich das nicht gesagt habe. Das andere Angebot, was auch spannend ist, für alle, die in den Fitnessbereich gewechselt sind, weil ja Jahreswechsel ist und ihr wisst ja, man muss alles tracken. Ich habe ja auch meine Apple Watch, mit der ich alles tracke. Leider keine Apple-Produkte, aber auf Garmin und auf Polar gibt es 31% maximal Nachlass. Heißt also, wer so richtig durchstarten will, so schreiben sie das, auf ausgewählte Smartwatches der Marken Garmin Polar 31%. Das ist doch schon mal was, coole Sache. 1.1. bis zum 31.01.2024 ist es so. Und ihr wisst ja, alles im Worldshop kaufen. Oder wenn ihr Punkte sammeln wollt, geht über die Webseite von Miles & More und dann in den Shop rein. Da könnt ihr nochmal mehr Punkte sammeln. Und jetzt seid ihr alle hier wahrscheinlich, weil es... mein Schnäppchen, ne? Ja, da musstet ihr jetzt 9 Minuten 14 drauf warten. Und deshalb gehen wir auch mit dem Meilenschnäppchen in der Economy Class los. Berlin-Dresden gibt es als Meilenschnäppchen 15.000 Meilen. Athen, Istanbul, Ljubljana, Zagreb, London, Manchester, Porto auch 15.000 Meilen. Hin- und Rückflug, Buchungszeitraum 3.1. bis zum 31.01.2024 für beides, weil es ja Kurzstrecken sind. Reisezeitraum ist der 15. Februar bis zum 31.03.
Ihr wisst ja, bei der Kurzstrecke ist das immer etwas anders. Bei der Langstrecke haben wir hier Casablanca mit 25.000 Meilen hin und zurück. Als Economy Hyderabad 30.000 Prämienmeilen und San Jose, eigentlich eine coole Geschichte, 35.000 Meilen. Alle haben denselben Buchungszeitraum, heißt also 3.1. bis zum 31.1. Aber ihr könnt vom 15.4. bis zum 31.5. bei der Langstrecke fliegen. Und ihr werdet diese Sachen ab dem 3. wahrscheinlich erst auf der VIP-Seite sehen. Ich weiß nicht, wie lange das mit dem Update dauert. Vielleicht ist das auch so, dass das Update diese Sachen relativ schnell freigibt und dass man da auch einen kompletten Relaunch der Seite sich angeschaut hat. Das wäre natürlich eine coole Geschichte. Würde mich freuen. Premium Economy haben wir auch. San Jose, wer so ein bisschen mehr Premium haben möchte, kann für 50.000 nach San Jose fliegen oder nach Bogota für 55.000 Meilen. Und ihr seht den Unterschied, wenn man San Jose nimmt, 35.000 oder 55.000 oder 50.000 oder 15.000 mehr in Premium Economy. Das lohnt sich schon. Da ist halt wesentlich mehr Geld für die Meile drin. Buchungszeitraum wie immer 3.1. bis 31.1. und Reisezeitraum, weil es sich um eine Langstrecke handelt, 15. April bis zum 31. Mai könnt ihr verreisen. Denkt dran, dass ihr relativ schnell bucht. Dann haben wir Business Class. Da, da, da. Drumroll. Wir haben in der Business Class Berlin-Dresden, das kennen wir ja schon von der Economy Class, für 20.000 Meilen. Wir haben dann auch weiterhin Paris, Prag, Toulouse, London, Manchester, aber auch Porto. Hier ist der Reisezeitraum, ihr könnt es mir nachsprechen, 15.02. bis zum 31.03.2024. Habe ich irgendwann mal 23 gesagt? Ach so, Jahreswechsel. Ich glaube, ich habe 23 gesagt. Ne, natürlich 24. Egal, wo ich 23 gesagt habe, alles für 2024. Ab jetzt ist nur noch 2024. Ach, immer diese Änderungen. Auf jeden Fall haben wir dann noch Casablanca. Und wir haben 40.000 Prämienmeilen dafür zu zahlen. Dann haben wir Mexiko-Stadt mit 60.000, aber wer mit 55.000 Meilen nach Hyderabad will, kann das auch tun. Buchungszeitraum 3.1.31.1.2024. Reisezeitraum 15.04.2024 bis zum 31.05.2024. Ich gucke nochmal nach wie in der 24. Damit haben wir alles abgearbeitet, was wir abzuarbeiten haben. Es ist eine relativ kurze Sendung gewesen. Ich danke euch, dass ihr heute dabei gewesen seid. Innerhalb von wenigen Stunden, 3 Sendungen, knallhart hier. Ich danke, dass ihr dem Kanal die Treue wiedergibt im neuen Jahr und ich wünsche euch für 2024 alles Beste. Mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status und sprecht mich an, wenn ihr mehr wissen wollt. Hier, da, da ist die Rufnummer. Also, ich danke euch, ich wünsche euch alles, alles Gute für 2024 und wir haben heute die Sendung, wo wir nochmal sprechen, was meine Statusstrategie für 2024 ist. Also, danke euch und es wird ein Live. Also das heißt, wir werden hier live aus der Villa Möcki Deluxe Premium VIP-Area-Bereich berichten. Ja, ich danke euch. Ich melde mich hier ab, ich gebe euch einen Abspann. Also bis dann, ciao. So, tschüss.